Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Auch von Juliane. Ich fange den Wochenvlog heute am Samstag an, weil, keine Ahnung. Ist halt so, der wird ein bisschen länger dafür gehen. Ich bin gerade in Bielefeld. Wir haben heute, in Bielefeld gibt es einen neuen Sushi-Laden, den wollten wir austesten. Und deswegen, bin ich in Bielefeld. Jetzt sind wir noch kurz in Bielefeld, so in der Stadt. Ein bisschen am Rumschlendern und, ja. Natürlich so in der Haushaltsabteilung, ne? Könnte es anders im Moment sein. Weiß Bescheid. So, wir sind jetzt gerade essen und es ist hier genau wie bei Ichiban. Also vom Prinzip her ist es so ähnlich. Und deswegen freue ich mich jetzt schon. Oh, geil. Es kostet auch genauso viel. Also. Aber was will man machen? Dafür ist es geil. Ja, und man muss eine Viertelstunde auf sein Essen. Also bis man wieder neu bestellen kann in 10 Minuten. Ne? Das ist ein Problem. Ja, mal gucken. So schnell essen. Wir testen das Ganze mal. Tschüss. Hallo ihr Lieben, ich wollte nur kurz zeigen, was ich mir neu gekauft habe. Hier so ein cooles Stirnband von Pimpki, finde ich voll cool. Geht immer. Weil so für den Winter ist das, glaube ich, ganz nice. Erstmal jetzt wieder abmachen. Mein Fazit hier zu Sumo, heißt das Restaurant. Ichiban ist geiler, eindeutig. Noch, glaube ich, um Längen besser, finde ich. Also mir schmeckt es bei Ichiban ein bisschen besser so. Und ja, ist so wie es ist. Aber teuer ist es auch hier, deswegen lieber Ichiban. So, hi. Heute ist Dienstag. Und ich gehe zum Sport. Ich habe schon Sporttasche gerade gepackt. Habe auch im Grunde schon alles an. Ich habe Leggings an, gut, Schuhe jetzt noch nicht. Und hier drunter habe ich auch noch ein Oberteil, auch von den Seahawks, wie dieses hier. Bloß halt ein Sporttop. Und ja, jetzt mache ich mich gleich auf zum Sport. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich eben noch gesagt haben. Weiß nicht. Ich habe noch nicht viel gemacht. Ich bin von der Arbeit gekommen, habe mir direkt einen Salat gemacht. Und habe jetzt noch ein bisschen ein paar Videos geguckt. Jo. Und jetzt mache ich mich auf den Weg. Tabea ist übrigens jetzt beim Sport. Hatte ich ja einmal erwähnt, dass wir... habe ich alles? Schlüssel? Ja. Dass wir zusammen zum Sport wollen. Und sie hatte jetzt letztens... Wann war das? Montag ihren Trainingstermin. Und ja, Moment. Ja, und jetzt gehen wir heute wieder zusammen zum Sport. Und... Ach so, ja, wo ich es gerade sehe. Ich habe... jetzt für 2 Wochen ungefähr wieder den Porsche von meinen Großeltern, weil, also ich darf den ja öfter mal fahren, sag ich mal. Und jetzt sind die halt gerade im Urlaub für 2 Wochen auf Malle. Und ja, dann darf ich jetzt schön hier mit dem Porsche fahren. Die haben extra für mich nochmal vollgetankt, was super lieb ist. Und dann kann ich jetzt erstmal schön 2 Wochen Porsche fahren und nicht meinen eigenen Sprit verbrauchen. Oh Gott, ich komme hier nicht rein. Es ist immer so schwer, hier einzusteigen, weil der so niedrig ist. Hilfe, ey. Yes. Jetzt geht's los. Ich denke, ich werde mich danach auch nicht mehr melden, schätze ich mal, weil... Keine Ahnung. Und außerdem ist es so unfair, ne? Tabea hat so einen easy Trainingsplan gekriegt. Das ist so unfair. Ich komme darauf nicht klar. Tabea, wenn du das siehst, ist es super unfair. Als ich meinen ersten Training, also ich habe jetzt auch erst meinen zweiten, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich ewig den ersten gemacht habe und dann noch vor kurzem erst den zweiten angefangen habe. Und aber mein erster Trainingsplan war auch schon voll hart. Da hatte ich auch ganz, ganz viele Aufgaben, so viel wie auf den Zettel gepasst haben. Und habe ja halt gerade mal so die Hälfte an Aufgaben und ich denke mir so, dein Ernst? Da habe ich auch dem Trainer gesagt, ich habe gesagt, mache ich beim nächsten Mal bitte mal ein bisschen mehr. Würde er auch machen. Aber er meinte zum Einstieg, ich bin gespannt. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Befürchtung, dass ich viel länger brauche halt als Tabea, weil ich ja die doppelte Aufgabenmenge habe. Mal gucken. Wir werden gleich mal sehen. Und das erste Mal jetzt richtig zusammen trainieren, weil letztes Mal kann man das ja nicht so sehen, weil da hat sie ihren Trainingsplan bekommen und ich habe selbst ein bisschen Sport gemacht. Und ja, jetzt treffen wir uns da gleich und ich bin gespannt, wie es wird. Ich glaube, noch was habe ich gerade nicht zu sagen. Bis dann. So, ich bin wieder zu Hause. Es war anstrengend. Und ja, meine Haare, ey, man sieht schon. Jetzt gehe ich baden. Und ich bin so dumm, beim Sport war so einer. Als ich rausgegangen bin, meinte er so, oh, Seahawks. Und ich habe mich halt nicht umgedreht, weil ich dachte so, ja, schön, dass du weißt, was das ist. Und er so,
Also die kennt die ja noch nicht mal. Ja klar, ich ziehe das an, obwohl ich sie nicht kenne, ist klar. Gibt dafür 80 Euro aus, ohne dass ich die kenne. Ergibt Sinn. Dumm. Naja, boah, mir ist heiß, ich muss den Pulli ausziehen, ey. Ich schwitze hoch 100. So. So. Und jetzt will ich baden gehen. Bye, bye. Hallo, ihr Lieben. Willkommen auf einem, was ist heute für ein Tag? Samstag. Heute ist Oktoberfest. Ich bin jetzt mal nur chillig angezogen. Irgendwie gerade voll Hunger, habe ich gemerkt. Ich gerade habe ich vorhin erst was gegessen. Also nur zwei Toasts, aber trotzdem. Was wollte ich jetzt? Also hier seid ihr in meinem Zimmer oben, was ich oben habe. Ich werde mich jetzt einfach kurz drehen und ihr werdet schockiert sein. Das sind alles Sachen für den Umzug. Da hinten stehen teilweise schon gepackte Kartons und so. In meinem unteren Zimmer sieht es auch nicht gerade besser aus, weil... Ja, jetzt ist es noch eine Woche, dann ist die Schlüsselübergabe und dann geht's los. Und deswegen habe ich auch schon einiges gepackt. Was heißt einiges? Ein bisschen erst. Ich habe noch nicht viel gepackt. Und jetzt bin ich gerade hier oben im Zimmer, weil... Ich habe mir hier mal ein Körbchen mit hochgenommen. Ich muss ja erstmal mich durchkämpfen zum Kühlschrank. Hier oben haben wir, oh Gott, sonst immer vorgetrunken da an dem Tisch. Und hier war ja das große Sofa. Oh Gott, wie es hier aussieht. Das war immer ganz praktisch. Ups, da hatten wir gleich gekühlte Getränke. Die stelle ich mal hier oben kurz ab. Und ja, das ist ja das alte Zimmer von meinem Bruder. Und heute können wir halt bei mir im Zimmer, hier im Zimmer natürlich, wie ihr seht, nicht vortrinken. Unten bei mir im Zimmer auch nicht. Daher, weil meine Oma und Opa ja im Urlaub sind, trinken wir bei denen vor. Die haben unten eine Bar. Ich zeige euch das vielleicht gleich mal. Die habe ich euch wahrscheinlich noch nicht gezeigt. Ich hole mir jetzt hier mal so die Reste raus. Okay, das ist bestimmt nicht mehr so geil. Auf jeden Fall haben die unten eine richtige Bar und da werden wir, denke ich, heute vortrinken. Was nehme ich denn hier schönes mit? Hier so eine Cola, da ist auch noch eine Cola. So, beziehungsweise brauche ich ja... Ja, ich nehme nur eine Cola mit. Ne, ich nehme zwei Cola mit. Man weiß ja nie. Yes. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Genau, ich räume jetzt einfach nur ein bisschen Alkohol zusammen, den wir mitnehmen. Ich freue mich schon mega heute drauf. Auf das Oktoberfest. Da muss ich auch gleich nochmal in Dirndl einpacken und so. Und weil das ist halt logischerweise eine sehr alte Bar. Unten im Keller bei denen. Und da gibt es leider kein, ich sag mal, DJ-Pult richtig. Also ja, ich kann da irgendwie nicht über CD, nicht über Bluetooth und so. Und deswegen... die haben da nämlich noch Schallplatte. Die haben da so einen Schallplatten-DJ-Pult, sag ich mal. So ein Ding. Und ja, das ist natürlich nicht so geil. Also für uns jetzt nicht. Und deswegen werde ich jetzt meine Box gleich unten abbauen. Ist ja eh egal, ob ich die jetzt abbaue, weil ich wohne hier wahrscheinlich eh nur noch ein paar Wochen. Und dann kann ich die auch schon irgendwo danach in Kartons packen. Das passt schon. Die ist ja auch relativ neu. Die kam an meinem Geburtstag an. Hatte ich mir selbst geschenkt zum Geburtstag im Grunde. Und ja. Die packe Stöpsellichter gleich einfach aus und nehme die dann mit. Und dann können wir da unten schön abgehen. Ich muss natürlich noch den Nachbarn Bescheid sagen, dass wir da sind. Nicht, dass die sich wundern. Ich hatte das schon mal, ich war zum Blumengießen bei Oma und Opa. Das war auch dieses Jahr irgendwann, als sie im Urlaub waren. Da habe ich mich so erschrocken. Dann kam der so in den Garten gesprungen und dachte, das ist ein Einbrecher. Aber bei meinem Oma und Opa, da wurde schon mal eingebrochen. Und deswegen. Und ich habe mich super erschrocken, ey. Und ich so, sorry, ich bin nur im Blumengießen, alles gut. Ja. Und da mache ich mich jetzt fertig, weil, wie viel Uhr haben wir es jetzt? Gleich 15 Uhr, halb drei oder so haben wir es, glaube ich. Deswegen packe ich schon mal die Sachen, die ich alle mitnehmen will. Die Box mache ich noch nicht ab, weil die noch unten, da höre ich jetzt gerade Musik. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht leicht hören kann, ich glaube nicht. Ja, dann packe ich meine Klamotten, Dirndl und alles ein. Und ja, ich weiß nicht, ob ich Schminke mit einpacke oder mich hier schminke, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Ja, aber ich muss mich langsam ranhalten, weil Schminken brauche ich alleine mal eine Stunde für. Deswegen sollte ich mich beeilen. So, wir sind jetzt bei Oma und Opa. Und, also bei meiner Oma und meinem Opa. Und ich gehe jetzt mal mit euch runter in den Keller. Und das hier, Sekunde, ist jetzt der Ort, wo wir heute unseren Abend verbringen. Eine kleine süße Bar. Die Bilder übrigens, die sind nicht von mir, nicht, was ihr jetzt denkt. Ich habe zwar hier viele Bilder hängen, aber das sind nicht meine, die sind hässlich. Sorry, aber ist so.
Ich stelle es mal kurz hier ab. Das Geilste wäre, hier ist sogar so Fliese, also für eine Tanzfläche eigentlich richtig nice. Und dann hier mit den Barhockern finde ich richtig cool. Die nutzen die halt nicht mehr, deswegen bin ich jetzt heute... warum ist das... Ach so, weil ich da eben... Ja, geil, nass. Ja, ich frage mich noch, wie die Lichter an der Bar genau angehen. Ich habe noch keine Ahnung. Hier gehen nämlich ganz viele Lichter an. Hier ist nämlich auch, sag ich mal so, das DJ-Pult, beziehungsweise die hier... wie heißt es auch gleich? Schallplatten-Dingsbums. Schallplattenspieler, so. Und ja, hier so eine kleine feine Alkoholsammlung. Das steht ja schon seit 100 Jahren, deswegen... ja, davon mag ich, glaube ich, eh nichts. Werde ich mir, glaube ich, nichts von gönnen. Ja, und dann hier so ein bisschen noch Theke. Yes. The sun, a little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica in my hair.